Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Die Hannisbeere berechtigt ist bei uns in Vorarlberg sehr beliebt. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens ist sie vielseitig verwendbar. Frisch verzehrt, der gute Johannisbeerkuchen, Johannisbeerschnaps, Johannisbeerwein. Also es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, um die Johannisbeere optimal zu verwerten. Und sie wächst auch sehr einfach, sie ist unproblematisch und verspricht reichen Ertrag. Hier zeige ich Ihnen ein Johannisbeerbäumchen. Die meisten Beeren wurden schon heruntergenascht. Nun, dieses Bäumchen hat folgenden Vorteil. Man muss beim Ernten nicht sich zu tief bücken. Und zudem ist es so, dass die Beeren besonders groß sind, weil es sind wenig Äste, der Ertrag ist vielleicht ein bisschen weniger als beim Strauch, aber die Beeren sind größer und sie sind wesentlich schöner. Und auf Folgendes sollten Sie unbedingt achten. Wenn Sie jetzt im Sommer ein Johannisbeerbäumchen oder Strauch setzen, können Sie im nächsten Jahr schon mit einer intensiven Ernte rechnen. Die alten, abgetragenen Teile sollte man herausschneiden, weil Johannisbeeren tragen immer an 2-, 3- bzw. 4-jährigen Trieben. Also man sollte Johannisbeere immer wieder verjüngen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, jetzt in den Sommermonaten den Boden unbedingt mulchen. Am besten Sie verwenden einen Grasschnitt, wenn Sie den Rasen gemäht haben. Ungefähr 3 cm hoch. Johannisbeeren auch jetzt düngen, jetzt im Juli, August. Und zwar mit einem guten, ausgereiften Kompost oder einem organischen Dünger. Also düngen jetzt und mulchen. Und die alten Triebe herausschneiden. Und die Johannisbeeren gibt es in Schwarz und in Rot. Einmal habe ich diesen Gartentipp im Rundfunk gemacht. Da hat mich eine Hörerin ganz entsetzt angerufen und gesagt, Herr Gehringer, ich mag Ihren Gartentipp, aber bitte werden Sie nicht politisch. Die schwarzen Johannisbeeren haben viel Vitamin E, sind ein wahrer Gesundheitsbrunnen. Also schwarze Johannisbeeren sehr, sehr gesund und die roten genauso. Wie immer Sie Ihren Garten gestalten, Beeren gehören einfach dazu. Beeren, das sind die Apotheke Gottes. Sie sorgen für Wohlbefinden, sie sorgen für einen guten Geschmack und ich verspreche Ihnen, ein lukullisches Erlebnis, wenn man Johannisbeere gut zubereitet.